Okay, also wir sind jetzt hier erstmal in so einem Schiffswrack, I guess. Und ja, sind wir. Und wir müssen jetzt irgendwie... Ja, da durch. Oh, es gibt einen Crossbow für uns. Okay, okay. Eine nice Armbrust, eine nice, nice Armbrust. Ich höre hier was. Okay. Wäre es jetzt besser, ihn zu töten? Oder soll ich ihn in Ruhe lassen? Okay, ich nehme die jetzt erstmal so mit. Weil. Okay. I think. Das sind. Waren Alarmanlagen. So mäßig. Dass sie quasi Bescheid geben, wenn. Actions? Ich höre doch noch jemanden, oder? Könnte ich die Pfeile wieder mitnehmen? Wäre das eine Option? Armbrustpfeile sind stabil und können häufig wieder eingesammelt werden. Ja, aber auch nicht immer, wie ich mitbekomme. Und hier gibt es wieder noch einen kleinen Notizzettel. Den lesen wir uns natürlich erstmal kurz durch. Danke für Ihre Hilfe mit den infizierten Passagieren. Wir können von Glück reden, dass wir jemanden mit Ihrer Ausbildung und Ihrem Mut an Bord haben. Meine Mannschaftskameraden sind nutzlos. Und ich halte nichts davon, dass der Kapitän weiterhin die Waffen wegschließt. Wir können doch nicht einfach ignorieren, dass sich an Bord dieser Fähre infizierte Passagiere befinden. Der Waffenraum ist auf dem oberen Achterdeck. Die Kombination ist 907701. Ihre Armbrust ist dort. Ich vertraue Ihnen in der Sache. Ja. So, wir müssen uns mal wieder Notizen machen. Weil, wie wir wissen, kann ich mir Zahlen richtig gut merken. Nämlich gar nicht. So, das heißt, wir schreiben uns mal auf. 90, 77, 01. So, weil im oberen Achterdeck gibt's anscheinend einen Safe. Und den werden wir uns jetzt hier noch gönnen. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir zum Achterdeck? Und vor allen Dingen habe ich gerade ja noch irgendwen hier gehört. Das scheint hier neben uns zu sein. Das ist die Frage, wie komme ich da hin? Leck mich am Arsch, hier gibt es eine Treppe. Okay, ich nimm die Frage zurück und wir gehen in den Schleichmodus. Oh, 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 oh. Es gibt noch ein paar. Okay. Den Klicker haben wir beseitigt. Jetzt gucken wir gleich mal, ob wir hier noch unseren... Alter, die Pfeile. Ich werde Probleme kriegen, glaube ich, am Ende mit den Pfeilen. Also ich meine, ich finde der Crossbow-Pfeile, so Silent-mäßig, finde ich schon gut. Mach mal fast jetzt aber Licht aus. Was gab's da noch? Scheiße. Wo kommst du denn auf einmal her? Warum stehst denn du hier vor mir? Ja, du bist ja jetzt tot, oder? Ja, du bist jetzt... Geschichte bist du. Das ist die Frage, hast du mir noch einen Pfeil da gelassen? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, jetzt ist die große Frage, gibt es hier noch weitere Klicker? Oder andere? Weil ich will die nicht aufschrecken. Weil wenn ich die aufschrecke, glaube ich, dass eine ganze Horde auf uns zukommt. Da scheint ein Klicker zu sein. Also es wäre jetzt meine Vermutung, dass es sich hier um einen Klicker handelt. Das sieht
sehr danach aus. Ja, komm mal hier um die Ecke. Nein, komm's nicht um die Ecke. Der war nice. Der war nice. Aber ich glaube, wir müssen irgendwann, über kurz oder lang, Pfeile herstellen. Oder Pfeile finden. Ich höre schon wieder irgendwie. Bitte lass mich den Pfeil wieder eingrabbeln können. Nein, ich kann den Pfeil nicht mitnehmen. Ich habe nur noch einen einzigen Pfeil. Und wir müssen hier rumsneaken, ohne dass wir von irgendwen entdeckt werden. Und da ist nämlich noch jemand. Das ist die Frage. Sneak ich mich einfach an? Und grabble ihn mir von hinten? Lautloser Kill. Komm. Do it. Damit habe ich mich zumindest ein Pfeil gespart, sagen wir es mal so. Weil ich glaube, dass die Pfeile echt krass sind gegen Clicker. Das ist so meine Vermutung. Ja, oder gegen von mir aus auch gegen die Dicken. Ja, wobei die Dicken glaube ich nicht, dass ich die mit einem One-Hit kaputt kriege. Okay. Das heißt aber, hier ist erstmal safe, right? Right. So, das ist die große Frage. Ah, hier kann ich raus, okay. Cool. Gibt's hier draußen noch irgendwelche bösen Überraschungen? Nein. Aber ich muss jetzt zum Achterdeck. Weil da gab's ja den Safe. Wie wir wissen, wie wir aus der Notiz rausgefunden haben. Weil dafür haben wir uns hier auch... Scheiße. Okay. Also die muss ich irgendwie outplayen. Alter, da sind zwei so eine Viecher. War nicht gut. Warum kann ich denn hier nicht hin? Messer. Messer. Pistole. Okay. Die ganze Zeit bin ich sneaky und jetzt kacke ich so ab. Wir werfen hier hin. Okay. Aber eigentlich? Ja, das war's. Eigentlich, muss ich wirklich sagen, haben wir das richtig awesome gelöst. Also da bin ich jetzt ehrlich. Ich habe zwar Massen an Rohrbomben verballert, aber ganz ehrlich, das war mir wert. So, wir suchen immer noch den Safe. So, und der Safe scheint hier zu sein. So, und wir haben uns ja die Kombination aufgeschrieben. Das Ganze war ja 90. 77.
01. Richtig? Richtig. 01. So. Da müsste jetzt ja noch ordentlich Munition für uns vorhanden sein. Und sogar wieder ein neues Büchlein. Identify, Counter and Destroy. Improvisierte Waffen und terroristische Taktik. Kampfvorschrift. Identifizieren, kontern, vernichten. Okay, cool. Was wir jetzt auch immer damit alles generieren können. Ich bin dafür. Ich kann da mal ganz kurz reinschnüllen. Was haben wir denn hier? Schneller anfertigen. Stärkere Nahkampfwaffe, Sprengradius erweitern, auch nicht schlecht, die Haltbarkeit erhöhen und mehrere Bomben anfertigen. Das finde ich natürlich auch sehr, sehr nice. Ja, werden wir jetzt aber noch nicht, also jetzt noch nicht, alles lernen. Sondern es kommt noch. Also ich würde mir jetzt erstmal noch mal ein bisschen was aufheben. Wobei, wir könnten ja uns mal den Spaß machen und Brandmunition lernen. Oder Jagdpistolenmunition selber herstellen. Das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. So, und hier kenne ich nämlich zum Beispiel Munition, weil die Waffe, die Knifte, die finde ich geil. Da ich so wie das, die finde ich awesome. Brandmunition würde ich mal testen wollen. Da stellen wir uns einfach mal ein bisschen Brandmunition her. Wir kriegen jetzt hier 5000 Trophäen, warum auch immer. Sehr geil. So, und damit geht's jetzt weiter auf dem Weg zu Owen. So, na dann werden wir mal von Bord gehen, indem wir diese Leiter hier versuchen hochzuklettern. Endlich. Und wir gucken noch natürlich ganz kurz hier hinten, ob hier hinten sich noch irgendwas versteckt. Wie zum Beispiel eine Münze. Aus Utah. Okay. Wir sind ja die Münzensammlerin, ne? Ellie ist ja die Kartensammlerin. Ja, die Sammelkarten sammelt. Und warum bin ich jetzt hier runtergesprungen? Wie auf ein neues. Wie jetzt? Ich dachte, wir können jetzt hier einfach rüberklettern. Ich will eigentlich, also ganz ehrlich, ich will eigentlich nur zu Owen. Ich will nur zu diesem scheiß Riesenrad, wo will zu Owen und das soll es gewesen sein. Aber irgendwie komme ich da nicht hin. Irgendwie will das Spiel nicht, dass wir da hinkommen. Obwohl wir so kurz, wo ist jetzt überhaupt das Riesenrad? So kurz davor stehen. War das nicht hier? Na gut. Ich würde jetzt sagen, dadurch, dass ich keinen Plan habe, wo jetzt das Riesenrad ist, beenden wir die Folge heute für. Beenden wir hier die Folge heute. So rum wird ein Schuh draus. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, gerne auch ein Abo da lassen. Wir werden gucken, dass wir in der nächsten Folge vielleicht endlich wirklich zu Owen hinkommen. Und ja, bis dahin sage ich erstmal. Reingehauen!